Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 20 und es wird um Rektifizierbarkeit von C1-Kurven gehen. Wir hatten in der letzten Sitzung ja den Längenbegriff für Kurven eingeführt und zwar wie folgt. Sie sehen hier nochmal die Definition. Wenn wir eine Kurve haben in den RD, definiert auf einem Intervall AB, dann haben wir zunächst mal bei gegebener Zerlegung z und so eine approximative Länge angesehen. Und die Idee dahinter war folgende: Wenn man eine Zerlegung z hat, also eine Zerlegung, eine Diskretisierung dieses Intervalls, dann kann man sich einen Streckenzug vorstellen, der an den Punkten der Zerlegung gerade die vorgegebene Kurve eben interpoliert, also dieselben Werte dort annimmt. Und für so einen Streckenzug kann man sehr einfach eben dann die Länge definieren, indem man die Abstände der aufeinanderfolgenden Kurvenpunkte eben aufsummiert. Und die Idee der Längendefinition war nun, dass man für diese approximativen Längen einfach das Supremum über alle Zerlegungen bildet. Und wenn dann etwa ein Wert rauskommt, der kleiner ist als unendlich, dann nennt man die sich ergebende Zahl die Länge der Kurve und man nennt die Kurve dann rektifizierbar. Und wir hatten gesehen, dass eben für Streckenzüge es richtig ist, dass diese rektifizierbar sind. Aber wir hatten eigentlich noch keine anderen Beispiele gesehen für rektifizierbare Kurven. Und wir werden jetzt in dem Lernvideo zeigen, dass alle stetig differenzierbaren Kurven rektifizierbar sind und dass auch stückweise stetig differenzierbare Kurven rektifizierbar sind. Ja, das ist auch schon der Inhalt des ersten Satzes. Hier behaupten wir, dass stetig differenzierbare Kurven rektifizierbar sind. Und wir zeigen dann noch, dass man die Länge in diesem Fall auf folgende Art und Weise berechnen kann, nämlich als Grenzwert dieser Ausdrücke hier. Und ich möchte kurz erklären, was da dahinter steckt. Zunächst ist die Situation also folgende, dass wir also ein Intervall haben. Auf dem Intervall haben wir eine Kurve definiert, die etwa so aussehen könnte. Und was wir hier machen, ist, wir zerlegen für ein festes n das Intervall in n gleich große Teilintervalle. Und das liefert uns eben eine Zerlegung. Das könnte etwa so aussehen. Der Abstand zwischen solchen Parameterpunkten ist eben dann b minus a über n. Und zu diesen Parameterpunkten gehören dann Kurvenpunkte, beispielsweise diese hier. Und zu diesen Kurvenpunkten gehört ein Streckenzug und das, was hier steht, ist dann gerade die Länge des Streckenzuges. Und wir lassen dann einfach die Anzahl der interpolierenden Punkte gegen unendlich gehen und schauen uns dann die Längen der Streckenzüge an zu äquidistanten Zerlegungen des Intervalls. Und wenn wir eben eine C1-Kurve haben, dann wissen wir, dass dann werden wir jetzt gleich zeigen, dass diese Kurve rektifizierbar ist und die zusätzliche Information ist, dass man dann die Länge auf diese Art und Weise berechnen kann. Das hier zu berechnen ist wesentlich einfacher als das Supremum über alle Zerlegungen eben auszurechnen. Ja, der Beweis ist ein bisschen länger und sozusagen der wichtigste Schritt oder die wichtigste technische Einsicht, die man in dem Beweis haben muss, ist jene, die hier in diesem Lemma formuliert ist. Hier steht, dass wenn wir eine stetig differenzierbare Kurve haben, dann können wir für jeden Fehler Epsilon, den wir uns erlauben wollen, Folgendes finden. Wir finden ein Delta, sodass wenn wir zwei Zerlegungen haben, deren Feinheit kleiner als Delta ist, dann sind die approximativen Längen, die zu diesen Zerlegungen gehören, ähnlich in dem Sinn, dass das Ergebnis dieser approximativen Längen nur um ein Epsilon abweicht. Das ist also die Behauptung. Ja, ich möchte den Beweis nicht hier im Video vollständig erklären. Sie finden den Beweis im Skript, aber ich möchte zumindest die zentrale Beweisidee hier erklären. Und Details finden Sie dann im Skript. So, die erste Beobachtung, die man machen muss, ist, dass die Abbildung, die ein t auf die Supremumsnorm von der Ableitung von f abbildet,
Das ist also eine Abbildung vom abgeschlossenen Intervall AB nach R. Diese Abbildung ist, weil wir angenommen haben, dass die Kurve stetig differenzierbar ist, eben stetig. Und weil sie auf einem abgeschlossenen und damit kompakten Intervall definiert ist, ist sie sogar gleichmäßig stetig. Ja, und das führt nun dazu, dass wir für jedes Epsilon, und wir nehmen jetzt einfach an, dass wir das Epsilon schon so gewählt haben in der Formulierung des Lemmas, ein Delta finden können, sodass Folgendes gilt, nämlich wenn ich mir die Tangentialvektoren an zwei Stellen Xi und Eta anschaue und den Abstand dieser Tangentialvektoren messe, beispielsweise in der Supremumsnorm, dann ist dieser kleiner als Epsilon, falls die Stellen, die ich mir ansehe, einen Abstand haben, der kleiner ist als Delta. Und das gilt für alle möglichen Parameter. Ja, das folgt direkt aus der Definition der gleichmäßigen Stetigkeit. Und das wird jetzt eben wichtig sein für diesen Satz, denn in gewisser Weise wählen wir hier das Delta, das wir für ein Epsilon benötigen. Ja, der zweite Punkt ist folgender. Ich werde gleich erklären, dass es ausreicht, sich zum einen eine Zerlegung Z1 anzugucken, die eben eine Feinheit hat, die kleiner ist als Delta. Also T0 bis Tn seien die Parameterpunkte der Zerlegung. Und eine zweite Zerlegung Z, die eben eine Verfeinerung von Z1 ist. Und Z1 soll, wie gesagt, kleiner sein als Delta. Und für diese Situation möchte man dann eben zeigen, dass die Länge von f, die approximative Länge von f bezüglich der Zerlegung Z1 und die approximative Länge von f bezüglich der feineren Zerlegung Z nur um ein Epsilon abweichen. Vielleicht darf man sich hier noch eine Konstante erlauben, die eben nicht von der Kurve abhängt, sondern nur von der Dimension. Also das möchten wir jetzt gleich zeigen. Und in der Tat ist es genug, das zu zeigen, denn wenn wir diese Originalaussage hier oben beweisen wollen, dann können wir als Z immer die Vereinigung von Z1 und Z2 wählen. Dann erfüllt, wenn Z1 und Z2 diese Feinheit besitzen, dann ist natürlich erstmal diese Situation hier anwendbar und wir können dann mit der Dreiecksungleichung immer die Länge, approximative Länge bezüglich der Verfeinerung Z hier in diese Abschätzung reinschmuggeln und deshalb reicht es aus, wenn man einfach diesen Term hier abschätzen kann und wenn man den abschätzen kann, dann kann man mit dem gleichen Argument eben auch diesen Term hier abschätzen, wenn man hier Z1 durch Z2 ersetzt. Die Situation ist also folgende, wir haben hier unser Intervall AB und diese Zerlegung T0 bis Tn, da gibt es dann weite Parameterpunkte, irgendwann kommt ein Parameter Tk minus 1 und ein Parameter Tk, und dann kommen weitere Punkte der Zerlegung und wir haben, das sind jetzt also die Punkte aus der Zerlegung Z1 und wir haben eben hier diese feinere Zerlegung Z. Und diese feinere Zerlegung muss auf alle Fälle diese Zerlegungspunkte auch haben, aber könnte eben auch noch ein paar mehr Zerlegungspunkte haben. Ja, und im ersten Schritt, um diese Behauptung hier zu beweisen, möchten wir lokalisieren. Das heißt, wir möchten uns auf diese einzelnen Intervalle zurückziehen und die nenne ich IK. Also IK wäre das Intervall von diesem einen Parameterpunkt zum nächsten bezüglich der Zerlegung Z1. Und dann, da wir die Additivität von diesen approximativen Längen schon bewiesen haben, stellen wir fest, dass diese Differenz hier abgeschätzt werden kann durch die Summe von über k von 1 bis n. Und dann können wir hier die Differenz betrachten von z1 geschnitten ik minus die Länge, wo wir die Zerlegung z geschnitten ik betrachten.
Und das, was hier steht, diese Differenz, das kürzen wir jetzt mal mit Delta K ab. Ja, wir machen ein bisschen Platz. Das da oben haben wir schon verstanden. Das werden wir später gleich anwenden. Und was wir jetzt eben machen möchten, ist dieses Delta K abschätzen. Ja, und um das Delta K abzuschätzen, müssen wir die Zerlegung, die Parameterpunkte der Zerlegung Z, die eben in dem Intervall IK drin liegen, durchnummerieren. Und wir sagen jetzt einfach, dass der Schnitt von Z mit IK aus den Punkten S0 bis Sm bestehen soll. S0 ist der Parameterpunkt t k-1 und Sm ist eben der Parameterpunkt tk. Und weil die Zerlegung Z noch zusätzliche Punkte hat, gibt es hier eben noch weitere Parameterpunkte dazwischen. Und wir ordnen die der Länge nach an. Ja, dann schreiben wir einfach mal hin, was wir über diese Längendifferenz Delta k aussagen können. Wir beginnen hier mit diesem Term. Dieser Term ist ja gerade die Länge, approximative Länge zu dieser Zerlegung. Und diese Zerlegung besteht nur aus den beiden Parameterpunkten tk-1 und tk. Das heißt, dort ist die Länge nichts anderes als der Abstand von f an der Stelle tk. Tk war Sm. Minus f an der Stelle tk-1 und das war S0, euklidische Norm. Und das möchten wir jetzt ein bisschen anders aufschreiben. Dazu brauche ich ein bisschen Platz. Und zwar möchten wir zunächst mal hier diesen Ausdruck durch Sm minus S0 teilen und schreiben das auch wieder prinzipiell hier davor. Und da hat sich nichts getan, aufgrund der absoluten Homogenität ist das dasselbe, was vorher da stand. Aber jetzt machen wir einen Trick, und zwar stellen wir diese Differenz als Teleskopsumme dar, bilden also dann die Summe von L gleich 1 bis M, SL minus SL minus 1. Und wenn man diese Teleskopsumme ausrechnet, steht da gerade das, was hier im Nenner steht. Und das führt dann dazu, dass in der Tat diese Länge hier durch diesen Ausdruck hier gegeben ist. Ja, und hier, wenn man das hier anschaut, dann ist es die Summe von L gleich 1 bis M der Abstände FSL minus FSL minus 1. Und jetzt möchte ich hier eine Klammer setzen können. Und damit ich das machen kann, teile ich hier einfach durch diesen Vorfaktor und stelle fest, dass ich tatsächlich so eine Identität bekomme. Und das Letzte, was ich jetzt noch mache, also jetzt habe ich erstmal festgestellt, dieses Delta K ist genau das, was hier steht. Hier steht noch ein Betragsstrich. Und jetzt ziehe ich den Betrag noch in die Summe rein und kriege dann eine Abschätzung nach oben. Das heißt, hier würde jetzt ein Betrag stehen, die Norm. Und hier würde auch ein Betrag stehen. Und ich kann das sogar ja noch ein bisschen enger zusammenschreiben. Gut, das, was jetzt hier drin steht, diese Differenz dieser Normen, die möchte ich jetzt mal mit TL abkürzen. Das ist eine reelle Zahl. Das heißt, was ich also hier gezeigt habe, ist, dass Delta K kleiner gleich ist als L gleich 1 von 1 bis M SL minus SL minus 1 und jetzt steht hier Betrag von TL. Ja, jetzt brauche ich ein bisschen Platz. Ich merke mir mal diese Abschätzung und schiebe die hier nach oben. Kann es ein bisschen kleiner machen und das war also eine Abschätzung für mein Delta K. Und was ich jetzt nur noch weiter abschätzen möchte oder woran ich mich erinnern möchte, ist also dieser Ausdruck hier. Brauchen wir gleich noch. Und jetzt mache ich einfach ein bisschen mehr Platz. Und fange mal an, diesen Ausdruck hier eben abzuschätzen. Ja, das Erste, was man feststellt, ist, dass man eben den Betrag von TL
abschätzen kann nach oben mit Hilfe der inversen Dreiecksungleichung. Hier stehen die Normen von zwei Vektoren und mit der inversen Dreiecksungleichung kann ich das nach oben abschätzen, indem ich die beiden Normen, die da drin stehen, einfach addiere. Dann steht hier also f von Sm minus f von S0 über Sm minus S0. Und das schreibe ich auch ab. Da steht dann fsl minus fsl minus 1 über sl minus sl minus 1. Und dann würde hier die 2-Norm stehen. Jetzt möchte ich die L-Unendlich-Norm hinschreiben und muss hier dafür die Wurzel der Dimension davor schreiben. Ja, und das, was hier in der Norm steht, ist ein Vektor, den ich jetzt mal mit vl bezeichne. Ja, und jetzt möchte ich dieses vl mit Hilfe von den Tangentialvektoren der Kurve darstellen, also mit Mittelwertsatz. Das geht so direkt nicht, denn wir sind ja mehrdimensional, da gilt der Mittelwertsatz nicht. Aber was ich machen kann, ist eben mir eine Komponente hernehmen, meinetwegen die it-Komponente von vl. Dann habe ich eine skalare Funktion, wenn ich mir die it-Komponente von f eben ansehe. Und dort kann ich Mittelwertsatz anwenden. Denn wenn man hier hinschaut, dann sind es ja gerade immer Differenzenquotienten. Das heißt, was ich bekomme, ist eben, dass die it-Komponente von dem Vektor v gerade die it-Komponente von f ist, Ableitung an der Stelle xi minus die it-Komponente von f' an der Stelle eta mit Zwischenstellen xi und eta, die eben in diesem Intervall tk minus 1 tk drin liegen. Und jetzt haben wir angenommen, dass die Feinheit der Zerlegung z1 kleiner ist als Delta, das heißt, ich weiß, dass diese zwei Zwischenstellen die Eigenschaft haben, dass dort der Abstand kleiner ist als Delta. Und das bedeutet nun mit Hilfe von 1, dass also dieser Betrag der Eden-Komponente von VL ist also dann zunächst mal abgeschätzt durch V'xi minus V'i. Eta in der L-Unendlich-Norm und das ist nach 1 eben dann kleiner als Epsilon. So haben wir Delta gewählt, damit diese Abschätzung gilt. Und das gilt nun für jede Komponente der I, also für jede der I-Komponenten und letztlich bedeutet das dann letztlich, dass wir dieses Ding hier abschätzen können nach oben durch Wurzel Delta mal Epsilon. An der Stelle möchte ich nochmal betonen, diese Zwischenstellen Xi und Eta, die hängen von der Komponente an, die man sich ansieht. Man kann nicht diesen Vektor tatsächlich als Tangentialvektor darstellen, weil eben der Mittelwertsatz nicht gilt in diesem Fall. Ja, jetzt sind wir so weit, dass wir wieder uns diese Abschätzung ansehen können. Ich mache sie deshalb mal ein bisschen größer. Und was wir eben jetzt gezeigt haben, ist, dass dieser Term abgeschätzt wird durch Wurzel d mal Epsilon. Und das andere, was man feststellt, ist, dass hier ja eine Teleskopsumme steht. Diese nach der Abschätzung ist das, dieser Term durch etwas abgeschätzt, was nicht mehr von L abhängig ist. Und hier steht eben dann diese Teleskopsumme und die kann man dann auswerten. Dann bleibt übrig, das ist gleich Sm minus S0, also Tk minus Tk minus 1. Und insgesamt haben wir dann also gezeigt, dass Delta K abgeschätzt wird durch Tk minus Tk minus 1 mal Wurzel D Epsilon. Okay, und jetzt erinnern wir uns daran, dass wir gesehen haben, dass wir diese Längendifferenz eben als über die Summe dieser Delta Ks nach oben abschätzen konnten. Und wenn wir diese Abschätzung jetzt dort einsetzen, dann sehen wir, das ist also kleiner gleich Wurzel d mal Epsilon und dann steht hier k gleich 1 bis n tk minus tk minus 1 und das ist wieder eine Teleskopsumme, die, wenn man sie ausrechnet, gerade tn minus t0 ergibt, also b minus a.
Und somit haben wir also gezeigt, dass diese Längendifferenz ja kleiner gleich ist als b minus a mal Wurzel d Epsilon. Ja, und wenn ich jetzt von Anfang an eben das Epsilon schon so klein wähle, dass man hier diesen Faktor mit absorbieren kann, sieht man, dass das dann letztlich mit Hilfe der Dreiecksumgleichung und dem Reinschmuggeln dieses Terms in diese Abschätzung hier tatsächlich dieses Lemma folgt. Ja, das ist sozusagen die Beweisidee für dieses Lemma, und wir kommen jetzt zum Beweis unseres Satzes, der eben auf diesem Lemma beruht. Ja, jetzt möchten wir also diesen Satz beweisen, und wir werden wieder nur eine Beweisskizze hier im Video diskutieren, und die Details finden Sie im Skript. So, der erste Punkt ist, sich klarzumachen, dass dieser Grenzwert, der hier steht, tatsächlich existiert. Dazu stellt man zunächst mal fest, dass, wenn wir mit Zn die äquidistante Zerlegung von AB bezeichnen, das heißt die Zerlegung mit diesen Parameterpunkten tk, die hier definiert sind, wobei k eben von 0 bis n läuft, wenn wir diese äquidistante Zerlegung betrachten, dann ist die Länge, die approximative Länge bezüglich dieser Zerlegung nichts anderes als das, was hier steht. Das ist also das Gleiche. Und wir möchten das mit klein ln eben abkürzen. Und das Erste, was man sich jetzt klar machen möchte, ist, dass dieser Grenzwert hier existiert. Und dazu zeigen wir, dass diese Folge ln eine Cauchy-Folge ist. Wie macht man das? Nun sei Epsilon eben größer 0. Wir wählen jetzt ein Delta größer 0 gemäß Lemma 233. Das war dieses Lemma, das wir gerade diskutiert hatten. Und wir wählen uns ein Groß N, einen Index, sodass 1 durch N kleiner ist als Delta. Und dann gilt eben für alle Indizes NM größer als N, dass die Zerlegungen Zn, Zm eben dann eine Feinheit haben, die kleiner ist als Delta. Und das bedeutet, dass die Längendifferenz zu diesen Zerlegungen eben kleiner sein muss als Epsilon. Das ist das, was wir hier aus dem Lemma 233 benutzen. Und jetzt liest man das nochmal von links nach rechts, dann heißt es, für jedes Epsilon finden wir ein N, sodass die späten Folgenglieder einen Abstand kleiner Epsilon haben. Das heißt, das ist tatsächlich die Aussage, dass diese Folge eine Cauchy-Folge bildet, und damit ist die Folge eben konvergent. Okay, im zweiten Schritt möchten wir jetzt zeigen, dass diese Identität gilt, dass in der Tat die Länge das gleiche ist wie der Grenzwert entgegen unendlich der Längen, die zu diesen äquidistanten Zerlegungen gehören. Es gibt eine triviale Richtung, weil jede äquidistante Zerlegung eine Zerlegung ist. Ist offensichtlich, dass immer größer gleich gilt. Und damit wir nicht so viel schreiben müssen, kürze ich mal den Grenzwert dieser approximativen Längenfolge mit Groß L ab. Also das ist eine triviale Richtung. Ja, wir möchten jetzt zeigen, dass hier Gleichheit gilt, und das machen wir, indem wir die Annahme, dass echt größer gilt, zu einem Widerspruch führen. Also Annahme L von F ist echt größer als L. Dann wissen wir, es existiert eine Zerlegung, sodass diese approximative Länge bezüglich dieser Zerlegung auch größer ist als L. Und das bedeutet, wenn wir uns jetzt die Differenz anschauen, dieser approximativen Länge minus dem Grenzwert L und dann noch durch 2 teilen, dann kriegen wir eben also eine positive Zahl, die wir Epsilon nennen. Und wir wählen nun wieder
Delta größer 0 gemäß unseres Lemmas, unseres technischen Lemmas 233 und stellen Folgendes fest. Wir stellen fest, dass wenn wir ein n wählen mit der Eigenschaft, dass b minus a durch n kleiner ist als Delta, dass dann sozusagen die äquidistante Zerlegung Zn eine Feinheit hat, die kleiner ist als Delta. Und auch wenn wir jetzt sozusagen Z Hut definieren als die Vereinigung von Zn mit unserem Z, stellen wir fest, weil das ja eine Verfeinerung ist, dass auch Z Hut eine Feinheit hat, die kleiner ist als Delta. Und daraus folgt nun, dass die Längendifferenz für diese zwei approximativen Längen eben kleiner ist als Epsilon. Insbesondere gilt nun, dass wenn wir die Länge von Z Hut betrachten und davon unseren Grenzwert L abziehen, der Grenzwert der äquidistanten Längen, dann wissen wir, dass es nach unten abgeschätzt durch die Länge von Z minus L. Das liegt daran, dass ja Z Hut eine Verfeinerung ist von Z. Und wir haben jetzt aber ja festgestellt, dass diese Differenz, die hier steht, gerade 2 mal Epsilon ist. Ne? So haben wir unser Epsilon definiert. Und wir sehen, dass sich da schon ein Widerspruch anbahnt zu dieser Abschätzung. Denn wenn wir bei dieser Abschätzung den Grenzwert n gegen unendlich betrachten, dann sehen wir, dass also diese Länge gegen L konvergiert und dann steht hier L minus Länge, approximative Länge zu Z Hut ist kleiner gleich Epsilon. Und dann sehen Sie, das und das kann nicht gleichzeitig gelten. Das heißt, Sie haben einen Widerspruch und das bedeutet, dass diese Annahme hier eben falsch ist. Und wir haben gezeigt, dass in der Tat die Länge von f gerade dieser Grenzwert ist. Und weil dieser Grenzwert ja eine endliche Zahl war, folgt hieraus auch, dass die Länge von f eben endlich ist und damit die Kurve rektifizierbar. Ja, und das ist auch schon der Beweis dieses wichtigen Satzes. Ich möchte noch eine Bemerkung machen. Es gibt Kurven, die nicht stetig differenzierbar sind, für die aber dieser Grenzwert hier existiert. Also was ist das nochmal für ein Grenzwert? Hier schaut man sich äquidistante Zerlegungen an, schaut sich dann die zugeordneten approximativen Längen an und lässt dann die Anzahl oder die Feinheit der Zerlegung, der äquidistanten Zerlegung gegen 0 gehen. Ne? Und dann kann man Kurven hinschreiben, für die dieser Grenzwert existiert, aber daraus folgt nicht, dass die Kurve rektifizierbar ist. Da muss man also vorsichtig sein, aber für C1-Funktionen kann man auf diese Art und Weise tatsächlich die Länge ausrechnen. Wir werden später, wenn wir den Integralbegriff eingeführt haben, feststellen, dass man die Länge einer Kurve, einer stetig differenzierbaren Kurve, noch viel einfacher berechnen kann, indem man einfach dieses Integral ausrechnet. Dazu kommen wir später noch. Also nicht in den nächsten Lernvideos, aber später in der Vorlesung. Und dann kann man natürlich aus unserem Satz noch einfach folgern, und das werden Sie in der Übung machen, dass wenn Sie eine stückweise differenzierbare Kurve haben, das bedeutet, Sie haben eine Kurve, die vielleicht so aussieht, die besteht hier aus drei Kurvenstücken, die, wenn man die Kurve darauf einschränkt, eben stetig differenzierbare Kurven sind, aber an den Punkten, wo sie zusammengeklebt sind, ist die Kurve eben nicht differenzierbar, sondern nur stetig. Und auch solche stückweise stetig differenzierbaren Kurven sind rektifizierbar. Und der Beweis ist nicht schwierig. Dann kann man sich Beispiele überlegen für stetige Kurven, die nicht rektifizierbar sind. Hier sehen Sie so ein Beispiel. Eine Kurve auf dem Intervall 0,1, die durch diesen Ausdruck gegeben ist. Hier kann man feststellen, dass diese Kurve in der Tat, erstmal diese Funktion in der Tat stetig ist in 0. Und damit hat man eben dann auch eine Kurve. Und man kann aber zeigen, dass diese Kurve nicht rektifizierbar ist. Was macht die bei 0? Nun, wenn man sich den Cosinus vielleicht mal ansieht, Cosinus
Pi über t und t gegen 0 schicke, dann ist das zunächst mal etwas, was immer schneller so hin und her oszilliert. Hier wird noch zum Glück mit einem t multipliziert, das heißt die Amplitude wird hier immer kleiner, wenn ich mir den Funktionsgraph ansehe. Das würde dann ungefähr so aussehen. Das wäre so die einfüllende. Und diese Kurve ist nichts anderes als, also sagen wir mal so, die Spur dieser Kurve ist nichts anderes als der Funktionsgraph dieser Funktion, die eben t auf t mal Cosinus Pi über t abbildet. Und dann sieht man, dadurch, dass die hier immer schneller hin und her oszilliert, wird sozusagen die Kurve immer, immer länger, wenn wir uns der Null nähern. Und man kann dann feststellen, dass die Kurve eben nicht rektifizierbar ist, obwohl sie schön stetig ist. Ja, ein letzter Punkt, den wir in diesem Kapitel über Kurven machen möchten, ist jetzt noch eine Parametertransformation. Da ist die folgende. Man hat also eine stetig differenzierbare Kurve. Hier hatten wir uns das Intervall AB, auf der ist diese Kurve definiert. Und wir haben eine weitere Abbildung, die hier Phi genannt ist. Und das ist eine Abbildung, die auf einem anderen Intervall A'B' definiert ist und nach AB abbildet. Und diese Abbildung soll eben ein Homeomorphismus sein. Das heißt, das ist eine stetige Abbildung, die ist bijektiv und die Umkehrabbildung ist auch stetig. Und die Behauptung ist dann, dass wenn wir diese beiden Funktionen verknüpfen, also wenn wir erst Phi anwenden und dann F anwenden, dann erhalten wir eine Kurve, die geht dann hier aus von diesem Intervall hier hin. Und diese Kurve ist zunächst mal eine Kurve, was daran liegt, dass die Verknüpfung stetiger Funktionen wieder stetig ist. Das ist also auf alle Fälle eine Kurve. Und man kann dann feststellen und ausrechnen, dass die Länge dieser Kurve mit jener von f identisch ist. Noch mehr kann man zeigen, also unser Wert Lf entspricht dem Wert von Lf nach Phi, auch dann, wenn auf beiden Seiten plus unendlich steht. Und das bedeutet, dass insbesondere dann die Kurve f genau dann rektifizierbar ist, wenn die Verknüpfung f mit Phi eine rektifizierbare Kurve ist. Ja, auch das möchten wir beweisen, mal zumindest den Beweis skizzieren. Die erste Beobachtung ist, dass da Phi ein Homeomorphismus ist und ein abgeschlossenes Intervall auf ein abgeschlossenes Intervall abbildet, stellen wir fest, dass Phi eben eine monotone Funktion sein muss. Und wir werden jetzt den Beweis führen in dem Fall, dass Phi streng monoton ist. Also es ist nicht nur eine monotone Funktion, es ist immer eine streng monotone Funktion, weil ja dieses Phi injektiv sein muss. Und wir führen den Beweis jetzt in dem Fall, dass Phi streng monoton wachsend ist. Und der Fall, dass Phi streng monoton fallend ist, besprechen Sie in der Übung. Was man dann feststellt, ist folgendes. Wenn wir eine Zerlegung haben von unserem Intervall AB, ich male mal dieses Intervall hier unten hin, das ist also unser Intervall AB, das war unser Intervall A'B' und Phi geht eben von A'B' nach AB, dann stellt man fest, dass wenn wir mit der Umkehrfunktion von Phi auf die Menge z losgehen, das heißt, dort werden die ganzen Zerlegungspunkte, die hier in z drin liegen, eben auf entsprechende Zerlegungspunkte im Intervall A'B' abgebildet, dann haben wir auf alle Fälle wieder eine Zerlegung von dem anderen Intervall A'B'. Und umgekehrt ist es so, wenn wir eine Zerlegung nehmen vom Intervall A'B' und auf diese Phi anwenden, dann erhalten wir eine Zerlegung unseres Intervalls AB. Das ist offensichtlich. Gut, das behalten wir im Hinterkopf. Was wir jetzt machen werden, ist uns mal eine Zerlegung
Z' vom Intervall A'B' aussuchen. Wir nennen die Punkte dieser Zerlegung T0 bis Tn. Und wir bezeichnen dann mit Z eben das Bild von Z' und nennen dort, also die Zerlegungspunkte sind dann die Punkte S0 gegeben durch Phi von T0 bis Sn gegeben durch Phi von Tn. Das heißt, hier liegen T0 bis Tn und hier liegen die Punkte S0 bis Sn. Und wenn wir jetzt mal hinschreiben, was die Länge ist, die approximative Länge bezüglich dieser Zerlegung Z, dann ist das ja gerade die Summe, k gleich 1 bis n f s k minus f s k minus 1. Und wenn man jetzt feststellt, dass sk ja phi von tk ist, sieht man schon, dass das gleiche ist wie die Summe k gleich 1 bis n von f nach phi tk minus f nach phi tk minus 1. Und da steht nichts anderes dann als die Länge von f nach phi bezüglich der Zerlegung z'. Ja, halten wir das nochmal fest. Also die wichtige Identität ist, dass wir also dieses hier haben, wobei z gerade phi von z' ist. Und aufgrund der Beobachtung, die wir vorhin gemacht haben, ist es so, dass wir jede Zerlegung von AB auf diese Art und Weise darstellen können. Und auch andersrum können wir jede Zerlegung von A'B' als das Urbild einer Zerlegung von AB darstellen. Und das bedeutet, wir können hier einfach das Supremum über Z bilden, was dann das über alle Zs der Zerlegungen von AB bilden, was dann bedeutet, dass wir hier das Supremum über alle Zerlegungen von A'B' bilden. Und mit anderen Worten, durch Supremumsbildung stellen wir dann fest, dass hier die Längen dieser beiden Kurven identisch sind. Und entweder kommt da eben eine endliche Zahl raus, dann sind beide Kurven rektifizierbar, oder es kommt plus unendlich raus, dann sind eben beide Kurven nicht rektifizierbar. Und das ist das Ende dieser Beweisskizze. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.